Jo, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Death Stranding. So, liebe Leute, was wir jetzt machen, wir liefern jetzt diese übermäßig kalte Pizza aus. Das machen wir nämlich jetzt. Let's go. Ja, ist beschädigt. Lass mal machen. Oh je. Oh je. Krater? Nein, ist kein Krater, oder? Nein, ist nichts Schlimmes. Da verwenden wir auf jeden Fall den Dekas hier, das ist die schnellste Lieferung, die ich jemals gemacht habe. Besser als ich dachte. Vielen Dank für die Unterstützung. Gute Arbeit. So. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir diese scheiß Straße hinbekommen. Wo ich mein Bike gelassen. Waffeneinschränkung aufgehoben. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Metall finden und so weiter und so fort, um diese scheiß Straße dahin zu kriegen. Ist auch nicht ganz so einfach wie jetzt. Thank you.
Ja, das ist noch das, was bei mir am längsten dauern wird, die scheiß Straße zu errichten. Scheiß Dreckstraße. Ist hier noch irgendwo was? Er ist noch verlorene Kraft, aber nicht das. Ich möchte unbedingt weiterhelfen hier. Auch nur verlorene Fracht, ne? Scheiße. Ja, sonst habe ich auch aktuell gar keinen Auftrag mehr. Das ist das Problem. Auf jeden Fall diese scheiß Straße irgendwie fixen, ich weiß nur wie. Ich habe irgendwie zu wenig Material gehabt. Ist auch nur verlorene Fracht, ne? Scheiße. Ah, Jungs, warum? Pfade, die wir gehen, werden zu Straßen, Sam. Siehst du die Spuren, die du hinterlässt? Sie erzählen eine Geschichte. Wärst du ein Spion, würde dir das zum Verhängnis werden. Aber das bist du nicht. Also sei stolz auf diese Spuren. Sie zeugen von deiner Existenz. Hinterlasse sie weiterhin. Zeig den Menschen, dass du da draußen bist. Gib ihnen den Mut, wieder zueinander zu finden. Indem du das Netzwerk erweiterst und deinen Landsleuten hilfst, stärkst du die Bande zwischen uns allen. Bahnst einen Weg, dem sie folgen können. Ich hab gar nichts, oder? So, was fehlt mir denn jetzt eigentlich noch? Also Kristalle sind da, der Keramik ist da. Mir fehlt das Metall. Kann ich Metall nicht einfach organisieren? Metall müssen wir doch einfach so organisieren können eigentlich. Jungs, du sollst, Sam. Ich muss mal kurz was gucken, weil Metall müssen wir doch eigentlich so aus dem Spind rausholen können. War sich das falsch? Teil müssen wir doch eigentlich so geben können, oder nicht? Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges.
Muss mal kurz was gucken. Material nehmen. So, auch das haben wir gemacht. Toll gemacht, Sam. Diese Straße sieht herrlich aus. Das ist erst der Anfang. Der Bau eines kontinentalen Verkehrsnetzes ist entscheidend für unsere Zukunft. Setze darum unbedingt jedes Straßenbaugerät ein, das du findest, um unsere Haupt- und Nebenstraßen wieder aufzubauen. Wie viel leichter wäre deine Arbeit, wenn du von Küste zu Küste fahren könntest? Sam, du kannst jetzt Verbesserungsanfragen für Konstruktionen einreichen. Wenn du eine sehr oft benutzt, solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken. In South Knot City, okay. Yeah.
Weil hier sind wir fertig, Leute. Hier gibt's nichts mehr für uns zu tun. Deswegen müssen wir jetzt nach South North City. Machen wir jetzt. Mal gucken, wie es da so aussieht. Mal gucken, was da so geht. Was ist los, der MKO oder was? So. Vollständig repariert, das finde ich sehr gut. Das war doch South North City, habe ich das falsch gelesen? Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. In dem Auftrag für Sam Anfang Teil der Zeitraum südlich von Lake North City. Okay. Ich muss jetzt gucken, wo ich gerade bin. Ich habe nämlich gerade gar keinen Plan. Ich komme gerade selbst ein bisschen durcheinander, wo ich gerade bin. Achso, ich bin in Lake North City, alles klar. Gut, zu wissen, dass ich gerade weiß, jetzt weiß ich, wo ich bin. Privatraum verlassen. Genau so, Lisa. Nur nicht schüchtern. So wie früher. Na los, weiter. Tut mir leid. Habe ich dich geweckt? Heute ist Mamas Geburtstag. An ihrem Geburtstag haben wir uns auch kennengelernt. Hä? Das sind nur Standaufträge.
Warum soll ich denn jetzt? Hä? Das ergibt für mich jetzt gerade keinen Sinn. Ja, lass mich mal kurz mal gucken. Weil ich habe keinen Auftrag für mich dann, ne? Was sind wir? Alter, wo muss ich hin? Ich bin noch. Ich muss jetzt nochmal durchchecken. So. Ausgeschlafen, sehr gut. Was ergibt für mich jetzt gerade gar keinen Sinn? Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Ich mache keinen Standardauftrag, bin ich verrückt geworden. Nimm Auftrag im Verteilerzentrum südlich von Lake Not City. Was ist südlich von Lake North City? Okay, südlich von Lake North City. Das muss ich mal kurz mal gucken. Da müssen wir hin. Jo. Also, wohin soll es gehen? Schließ deine Augen. Stell es dir im Geiste vor. So. Den privaten Raum eigentlich auch verlassen. X hat Fragile reingelegt, oder? Wieder heimlich gelauscht. Alles in deinem Handschellenprotokoll. Und mittels des chiralen Netzwerks konnten wir Middle North Citys Regionalarchiv wiederherstellen. Die Daten stützen ihre Geschichte. Du musst mir nicht sagen, was war es und was nicht. Ich konnte es in ihrer Stimme hören. Der Mistkerl hat sie verarscht. Dann spricht hoffentlich nichts gegen eine Zusammenarbeit. Gute Nachrichten. Der von dir gesandte Bot hat sein Ziel erreicht. Der Test war erfolgreich. Ich habe noch einen für dich vorbereitet. Nimm ihn als Dankeschön. Und noch etwas, Sam. Dem Terminal wurde ein neuer Liefertyp hinzugefügt. Deine harte Arbeit bleibt nicht unbemerkt. Deshalb denkt man darüber nach, künftig einen Premium-Dienst anzubieten. Wieso sich freiwillig zusätzliche Beschränkungen aufhalsen? Aber wenn du es schaffst, verbessert das deinen Ruf weiter. Wenn dich also jemand bittet, innerhalb eines Zeitlimits zu liefern,
könntest du ein noch niedrigeres Limit anbieten und dir bei Erfolg eine bessere Bewertung verdienen. Wenn du eine Herausforderung suchst, probiere es mal aus. Jesus Christ, was? Jesus Christ. So. Sam, manchmal bringen andere Boten Bridges-Fahrzeuge zur Garage zurück. Sie sind für alle da, also benutz sie einfach, wann immer du willst. Wo muss ich hin? Ach du großer Gott. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, wie ich unterwegs bin.
das hier für Gelände, sag mal? Ja, schön mit dir. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ich habe keinen Freiweg, das Fahrzeug mitzunehmen. Absolut null. Los. Sie verarschen uns ja. Schon wieder. Das sollte relativ schnell gehen, diese Lieferung. Oder? Ja. No problem. Das ist zum zweiten Mal passiert, dass ich mit dieser Strömung nicht gerechnet habe, dass sie so stark ist. What the fuck? Was war das? Und das ist unser Ziel. Frage ist nur, wie kommen wir da hoch am Ende des Tages? Weil es sieht sehr, sehr rutschig aus. Fragen über Fragen. Ja.
Schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Oder vielleicht auch nicht. Abwarten. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass das so einfach wird. Obwohl, vielleicht doch. Vielleicht doch, jawohl. Perfekt. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Mega gut. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Sorry, Leute. Fracht wird geliefert. Hallo. Sam Bridges, oder? Wir haben dich erwartet. Das Messgerät, das du gebracht hast, wird viele Leben retten. Lass es mich kurz inspizieren. Oh, großartig. Es ist in perfektem Zustand. Vielen Dank. Sobald du uns mit dem Netzwerk verbindest, können wir unsere Messungen mit allen teilen. Wärst du bitte so frei? Sie haben dir sicher erzählt, dass diese Wetterstation vor dem gestrandeten Tod gebaut wurde. Bridges 1 hat sie repariert. Leider ist vor einer Weile durch chirale Interferenzen der Kontakt zu unseren Wettersatelliten abgerissen. Deshalb ist es schwierig, das chirale Niveau zu messen und Zeitregen vorherzusagen. Aber dank dir funktioniert diese Wetterstation jetzt wie vorgesehen. Du hast uns die Arbeit erleichtert. Dafür revanchieren wir uns. Wir lassen dich nicht hängen. Versprochen. Mach's gut. Du hast die Wetterstation wieder ans Netz gebracht. Ausgezeichnete Arbeit, Sam. Wenn eine Region ins chirale Netzwerk integriert wird, kommt sie dem Strand in gewisser Hinsicht auch näher. Das hat starke Auswirkungen auf die Chiraliumwerte und diese zu messen ist eine der Hauptfunktionen des Cupids. Je mehr wir wissen, desto genauer können wir vorhersagen, wo und wann der nächste Zeitregen fällt. Ohne das chirale Netzwerk könnten wir nur raten. Oh, und dank deines letzten Erfolges kannst du dir ab sofort über deine Handschellen den Wetterbericht ansehen. Öffne die Karte, dann siehst du es. Das sollte dir bei der Routenplanung gelegen kommen. Ich behalte die chirale Dichte hier von meinem Labor aus im Auge. Nicht allzu weit von Sasmod City entfernt. Wenn du weiter diese Aufträge abarbeitest, ist diese Region schon bald online. Viel Glück, Sam. Gute Arbeit, Sam.
Ein weiterer Ort ist am Netz. Weiter so, dann sind wir ganz schnell fertig. Alle Nutzer des chiralen Netzwerks kriegen jetzt die Vorhersagen der Wetterstation. Du natürlich auch. Du kannst sie über deine Handschellen abrufen. Das könnte bei der Routenplanung hilfreich sein. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Dein TCK hat jetzt eine Zeitregen-Unterstand-Option. So bekommen du und deine Fracht nichts ab, bis das Wetter besser wird. Was reden wir denn hier? Glückwunsch, Sam. Dein TCK wurde sozusagen verbessert. Ab sofort kann er komplexere Konstruktionen bauen. Mama wird dir die Einzelheiten erklären. Sam. Ich habe den Plan für eine Schutzhütte in deinen TCK geladen. Die Konstruktion ist umfangreich, also beansprucht der Bau viel Zeit und Material. Aber nach der Fertigstellung ähnelt es einem privaten Raum. Probier's mal. Ein Lastenschweber erinnert an eine Zugkarre. Chirale Kristalle lassen ihn in der Luft schweben, weshalb ihm unwegsames Gelände nichts ausmacht. Du kannst einen mit Fracht beladen und mit minimalem Aufwand zu deinem Ziel ziehen. Wenn dir einer nicht reicht, kannst du einen zweiten Lastenschweber dahinter hängen. Beachte nur, dass Schweber für den Betrieb stetig chirale Kristalle benötigen. Du musst genug mitführen, um dein Ziel erreichen zu können. Jesus Christ. Handschellen kannst du dir jetzt den Wetterbericht ansehen. Das sollte dir unterwegs helfen. Okay, das ist gar nicht so weit entfernt, das ist das einzige Positive an dieser Geschichte. Thank you.
Geil, du machst es doch feiern. Sam, du benötigst mehr chirale Kristalle. Los, fang an zu suchen. Wenn du die nötige Menge beisammen hast, stelle die Schutzhütte am Bauplatz fertig. Das ist doch schon wieder so ohne Sinn eigentlich. Ist auch nichts Neues bei rumgekommen, geil. Also erzähle ich euch jetzt, wo meine Hoffnung besteht. Meine Hoffnung besteht, dass das reicht, was ich jetzt habe für diese Scheißlieferung hier. Ihr müsst ja nur dieses TCK aufbauen und fertig, ne? Das sind 213 Meter, vielleicht klappt das. Weil ich an die Hälfte loswerde und dann gucken wir. Wo ist Sam? Da. Wow. Ich muss zwei Hütten bauen? Oder wieso habe ich jetzt so viel bei mir da stehen? Ne, es ist das zweite Ziel, glaube ich, was ich da habe, oder? Ich kapiere es gerade selber nicht. Da steht das gerade absolut null. Ich muss mal gucken, ob das reicht, was ich jetzt hier plane. TCK aus und wähle Schutzhütte.
bestimmt schön, wenn es fertig ist. Sam, du solltest das Material so schnell wie möglich zur Schutzhütte schaffen. Sam, anscheinend hast du nicht genug Material, um die Schutzhütte zu bauen. Tut mir leid, Sam, aber wir haben momentan kaum Vorräte. Du musst dir das benötigte Material selbst zusammensuchen. Shit. Frage ist, was brauche ich noch für dieses scheiß Fundament eigentlich? Ich will erstmal alles hier lagern, glaube ich. Das Problem ist die Speziallieferung. Das ist eher das größere Problem. Wie weit bin ich denn für den Fan von dieser Spezialscheiße? Boah, was? Was habe ich denn hier? Speziellieferung. Speziellieferung. Lastenschiff-Scheiß. Das Problem ist, es wiegt 48 Kilo schon alleine. Also richtig weit gekommen bin ich jetzt aber auch nicht. Ich guck mal, was ich da hab und dann noch gucken. Weil ich muss diesen Scheiß erstmal so abliefern. Ich hab ja gar keine andere Wahl. Einmal kurz. Spezielle Lieferung. Das ist die spezielle Lieferung, das ist das Problem. Ich weiß aber nicht, was mir hier fehlt. Das ist eher das Ding, was... Gott, confuse me as hell. Ich weiß nicht, was mir fehlt. Ihr sagt mir aber auch nicht, was mir fehlt. Ich habe kein Konstruktionsmenü dafür. Ich weiß jetzt nicht, was mir fehlt. Nochmal diese spezielle Lieferung und nochmal was anderes. Ui, blöd. Was fehlt mir denn jetzt? Nein, nicht das. Verdammt. So, was fehlt mir denn? Wartet. Noch nicht ganz, aber close. Das heißt, wir brauchen nochmal diese Scheiße. Sehe ich das richtig? Ja, dann machen wir nochmal Kristalle. Alles klar, gerade. Ich weiß, wie ich das machen darf. Erstmal hole ich jetzt die anderen beiden Sachen da raus. Und dann machen wir das. Wo ist die Kristalle? Das Keramik, das brauche ich nicht. Ich brauche Kristalle. Hier ist auch nichts.
Metalle. Das hilft mir auch nicht weiter. So. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Privater Spend, das möchte ich mal kurz gucken. Was zur Hölle? Ich muss ein paar Mal hin und her laufen oder was? Ja, scheinbar. Scheiße. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum ich das unbedingt bauen muss. Wieso das jetzt unbedingt bauen muss, ist mir auch noch nicht so wirklich klar. Ich muss ein paar Mal hin und her laufen. Ich muss auch noch Kristalle suchen. Scheiße. Kriegen wir schon irgendwie hin mit der Zeit. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ich verstehe jetzt nicht, was der Sinn der Sache ist. Weil ich baue dieses Ding ja mitten in der Pampa. Hier ist doch eigentlich gar nichts. Das ist nur ein Kryptonit, das hilft mir nicht weiter. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einmal noch dahin nochmal was holen. Und dann muss ich Kristalle suchen. Scheiße. Aber Kristalle müsste doch eigentlich hier relativ in der Nähe sein. Geil, Mortico. Fast, mir fehlt nicht mehr viel. Hä? Wieso hab ich das immer noch auf dem Rücken? Hier Kristall. Bitte dranbleiben. Das ist doch. Glaube ich, was ich brauche. Yes, haben wir. Perfekt. Dann können wir uns die Hütte doch noch bauen. Gott sei Dank. Bitte
Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Komm, das schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Wieder nicht ganz, warum nicht? Ich könnte jetzt mehr Stromverträge abschließen. Ja. Vielen Dank, Sam. Diese Schutzhütte wird langfristig für unzählige andere ein Segen sein. Ich rede nicht bloß von den Booten, die dort auf dem Weg zur Wetterstation rasten werden, sondern auch von all den Menschen, denen sie helfen. Wir alle sind mit jemandem verbunden, Sam. Aber du wirst die Ehre haben, als Erster dort zu übernachten. Deine Arbeit wird... Das ist eine 1-zu-1-Kopie, oder wie? Jo, sieht so aus. Das ist eine echte 1-zu-1 Kopie. God damn. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. G.
Schützhütte von The Real Boss Time. Aha, ja. Look at this. So, ich mach jetzt sowieso gleich hier im Folgen mit dem GT-Part. Schon eine Stunde. Was ist mit ihm? Oh oh. What the hell? The fuck? Das war jetzt nicht real, oder? War das real? Nee, war's nicht. Puh, ich hab fast in die Hose gemacht, what the fuck? So, liebe Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier raus. Meinetwegen liegt sie hier. Bleiben nur noch wir zwei, Bibi. Ich hab nur noch dich. Ich beschütze dich. Was auch passiert. So, liebe Leute, ich mache mal hier einen Folgenbreak. Für uns geht's weiter im nächsten Part nach. Wo müssen wir denn hin? Boah. Hier hin. Das ist ein ganz harter Weg. Bis dahin. Haut rein. Wünsches.